Der kanadische Sänger Michael Bublé hat sein Konzert am 25. Juli im Powderham Castle in Exeter unterbrochen, nachdem Fans im Publikum um Hilfe gerufen hatten. Verwirrt soll er in die Menge gefragt haben, was los sei, und anschließend über sein Mikrofon die Sanitäter gerufen haben. Eine Konzertbesucherin hat im britischen Mirror von der Situation berichtet. Da waren Leute hinten in der Menge und Michael sagte: "Was ist hier los? Warum schreien all diese Leute?" Und dann hat er darum gebeten, dass die Sanitäter kommen, und er hat zu den Leuten gesagt, dass sie keine Angst haben sollten. Allerdings hat sie auch gesagt, am Ende hat er eine Art Witz draus gemacht. Der Musiker ist zum letzten Mal im Rahmen seiner Großbritannien-Tournee An Evening with Michael Bublé aufgetreten. Sie musste 2021 wegen Corona-Beschränkungen auf 2022 verschoben werden.